Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diese wunderschönen Tage. Und mein Tag wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so wunderschön enden, denn das Problem ist, meine Freunde, ich habe jetzt endlich mal mit Thomas mich im Internet ein wenig umgeschaut und die Videos zu RevyHate 2.0 mir angeschaut und ich bin wirklich erschüttert. Also ich bin erschüttert nach dem, was Thomas mir erzählt hatte. Er meinte, es wäre die absolute Schande, die ich mir da geben müsste. Und ich bin auf jeden Fall ready, mir jetzt ordentlich den Tag von euch versauen zu lassen, meine Freunde. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber in die Hate-Videos gehen, muss ich nochmal ganz kurz, ja, ganz kurz auf ein Video eingehen, meine Freunde, was wirklich wichtig gewesen ist, ja. Ich möchte nochmal ganz dick dafür bedanken, dass dieser Boy jetzt 60.000 Aufrufe dank euch hat und 15.000 Likes. Die Dislikes halten sich in Grenzen, die Kommentare sind nett gewesen. Ich bin wirklich endlich mal stolz auf euch, Leute. Das habt ihr gut gemacht. Sehr gut. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, denn der Boy, meine Freunde, hat mir nämlich eine kleine Videonachricht zukommen lassen und ich würde sagen, die gönnen wir uns erstmal gemeinsam jetzt. Ich bin in Revis Video drin. Aha. Und ja, danke, Revi, Ehrenmann. Klar, Ehrenmann, du auch, Bruder, du auch. Ich bin hier in Berlin, falls du. Berlin Volkspark. Ich würde mich gerne freuen, wenn ich rein dürfte. So sieht's aus, Leute. Der Boy kommt ins UFO. Ich werde dir schreiben, Bruder, melde dich hier. Wir klären das mit UFO. Ich mache meine Ansage real, meine Freunde. Ich werde den König des Internets ins UFO einladen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er respondet. Weist ihn nochmal freundlich gerne darauf hin, Leute. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, dass mein größter Hater mit mir gemeinsam im UFO sitzen wird. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Video, welches Thomas rausgesucht hat, meine Freunde. Ich bin gespannt, was ihr da so fabriziert habt und ich hoffe mal, dass es nicht allzu unangenehm wird, denn ich glaube, ich werde diesmal nicht so nett sein wie beim letzten Mal. Hallo, Revi Inside. Du bist geldgeil, bist ein mega Arschgesicht und ich hasse dich einfach nur ohne Ende. Du bist so scheiße. Ja, das in der Stimme eines 9-Jährigen zu hören, tut leicht weh. Da muss ich dann schon sagen, recht hat der Typ. Ich bin geldgeil, ich bin ein Arschgesicht. Der hat komplett recht. Ich finde es cool, dass er so offen darüber spricht. Matt, Shoutout an dich, Bro. Finde ich extrem gut. Und Leute, wie gesagt, hört da mal auf zu disliken. Ich habe zum Haten von mir aufgerufen, okay? Das heißt, wer mich gut hatet, hat ein Like verdient, okay? Und kein Dislike. Abgesehen von Tanzverbot, weil der macht das wirklich nicht gut. Hier haben wir Revins ein Hate von Miss Lea. Schauen wir mal, was sie so macht. Revi ist nice. Revi ist scheiße. Revi ist scheiße. Hallo, Revi. Oh, Revi, du bist kaputt. Dann gehst du in den Müll. Ja. Sehe ich wirklich so aus? Ich meine, erstmal habe ich momentan gar keinen Bart. Zweitens sind meine Haare. Ich hab volles Haar. Ich habe nicht so einen scheiß Haarausfall wie dieser Krüppel hier. Und drittens habe ich diese Falten auf der Stirn. Ich sehe nicht so aus, nicht mal ansatzweise. Was ist das für eine beschissene Karikatur von mir, Mann? Es tut weh, ich habe auch Gefühle, Alter. Mann, hör doch mal auf. Weißt du, Worte verletzen, aber Bilder, die sehe ich und die vergesse ich nicht. Es tut weh. Tschüss, Revi. Och nein, komm schon. Nicht dein Ernst. Wenn ich einen scheiß Copyright-Strike bekomme, weil Bulletproof im Hintergrund läuft, dann raste ich aus. Dann ist es deine Schuld und ich werde dich persönlich dafür auf der Gamescom Haftpflicht machen. Kannst du aber für... Ich hoffe für dich, dass dieser Stift wirklich keine Umweltschädigung verursacht hat. Dann falls doch, dann werde ich dich beim Gesundheitsamt verpetzen. Mhm. Und beim Ordnungsamt. Da musst du zahlen, wenn der Stift das Wasser schwarz gemacht hat. Und die Fische sterben im Klo. Ja, ja. Ist das traurig einfach. Warum rufe ich denn zum Haten auf? Okay, Leute, beim übernächsten Mal machen wir es einfach so, dass ich zum Liken aufrufe. Ihr macht einfach schöne Gedichte für mich und sagt mir, wie toll ihr mich findet und ich reagiere darauf. Ist doch viel besser, oder? Ist doch viel, viel geiler. Nö. Gut, Leute, schauen wir mal ganz kurz, was wir hier noch so haben. Gucken wir mal. 3-Sekunden-Video. Ey, Revi, du Fuß. Ich find's beachtlich, dass sich das 500 Leute angeguckt haben. Ich meine, ich habe noch nicht mal drauf reagiert und trotzdem hat sich wer angeschaut. Das ist, bezeichnend für euch als Community, dass ihr wirklich hingeht und euch die Hate-Videos vor mir anguckt. Warum spoilert ihr euch selber? Warum macht ihr das? Ja, das war auf jeden Fall stark. Matt, Shoutout an dich, Santiago. Du hast auf jeden Fall richtig gut die Aufgabe gelöst. Ja, das, komm, verpiss dich. Hier spült jemand das Klo runter. So, Revis Content wurde runtergespült. Wollen wir einfach nicht drüber sprechen und das nächste Video uns angucken? Ich glaube, das, ja, tun wir jetzt einfach mal an der Stelle. Das ist schon Hate genug für mich. Wer sich so ein Intro selbst erstellt, dem ist wirklich nicht zu schade. Ja, Lars heißt du. Super, das interessiert mich kein bisschen, Lars, ganz ehrlich. Mann, dein Intro gibt 10 Sekunden Copyright-Musik. Och Gott, Lars. Och Gott, komm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Lars. Hallo, Lars. Ich bin stolz, dich kennenzulernen. Ich freue mich drauf. Ja, heute geht es jetzt mal um ein
etwas anderes Thema und zwar... Ach so, welche Themen behandelst du sonst auf deinem Kanal und wo bist du da überhaupt? Wohnst du in dieser Holzhütte, Bruder? Zum Revi. Mhm. Er hat gesagt, gegen Revi. Kennt wahrscheinlich den hier. Lars, ich sehe kein bisschen so aus. Also, das hast du bemalt, Lars. Es gibt kein Bild von mir, was so aussieht, Lars. Das hast du aber bearbeitet mit einem Filzstift, du. Hä? Lars, das sehe ich doch. Da wird gefuscht. Und um ihn geht's heute? Mhm. Es geht eigentlich durchgehend um mich, Leute. Es geht immer um mich. Das ist mein Leben. Ist gut so. Und das hier? Den, nicht das. Ich bin kein Objekt, Lars. Wie manche wissen, wohne ich auf einem Bauernhof. Nee, Lars, tut mir leid, woher soll ich das wissen? Aber ich möchte jetzt hier nochmal dazu aufrufen, dass keiner der teilnehmenden Kandidaten von euch einer massiven Hatewelle ausgesetzt wird. Wenn ich einen Kommentar sehe, meine Freunde, der hatet, dann nehme ich seinen Kanal und werde diesen Kanal kaputt haten lassen. Macht das Sinn, Hate mit Hate zu egal, es wird nicht gehatet, Leute. Und werden heute mal gucken, wie die Tiere auf diesen Herrn reagieren, weil... Was? Was? Er will den Tieren auf dem Bauernhof mein Bild zeigen? Der hier ist irgendwie ein bisschen geistesabwesend. Geistesabwesend, Lars. Ich bin bei vollem Bewusstsein und bin in der Lage, komplexe mathematische Formulierungen in meinem Gehirn auszuführen, Lars. Ich bin halb Mensch, halb Maschine. Das bin ich. Ja, genau. Wir gucken, wie die Tiere hier auf reagieren, wenn dieses Bild dann noch nicht kaputt ist. Ja, Lars, wie reagierst du denn, du Tier? Ha! Jetzt habe ich dich zurückgedisst, ja? Da hast du nicht mit gerechnet, was? Okay, tut mir leid, wollte ich nicht. Dann habe ich mir was überlegt. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal, wie jetzt Tiere hier reagieren. Bis gleich. Mad Shoutout für die Idee, Leute. Krank geil. Ich finde es richtig, richtig nice, dass er es gemacht hat, Digga. Kennst du den? Hey, kennst du den? Die Tiere scheinen jetzt nicht so angetan zu sein. Der Hund geht in seine Hütte zurück. Die Katze hat sich auch direkt verpieselt. Lars, kann es sein, dass du dich mit den Tieren vorher abgesprochen hast? Weil eigentlich lieben mich ja die Tiere. Alle. Alle Tiere lieben mich. Ja? Ach Gott. Wie ist das? Ja. Kennst du diese Person? Willst das denn zum Fressen gern, ne? Ja, ich nicht. Lars, ich weiß nicht, ob es dieser Kuh gut geht. Also, der Blick lässt mich vermuten, dass sie vielleicht eine Menge Gomma-HD-Videos geguckt hat. Ich weiß es nicht. So, hier ist der Pipi wieder. Leute, kennt ihr den? Kennt ihr ihn? Die haben kennt ja gar keinen Bock auf mich. Was ist das für eine riesige Gans? Ist das ein Dinosaurier oder eine fucking Gans? Was ist das hier, Alter? Was ist das, ein Schwan? Das ist ein Schwan. Bruder, warum hast du Schwäne, Lars? Was geht bei dir, Alter? Wo wohnst du? Ich will dich besuchen kommen und die Schwäne küssen. Guck mal, ich leg den mal als Wandbild hier hin, ne? Schau ihn dir mal an. Ja, bezeichnend. Das Bild wird von dem Hund direkt umgeschmissen. Spricht auf jeden Fall für mich. Egal. Über sowas stehe ich drüber. Ja, ja. Trappel ruhig auf mir rum. Ist okay. Ich bin's ja gewöhnt. Oh, oh nein, nein. Ja, das war, glaube ich, eindeutig. So, die einzigste Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist jetzt nur noch der Fahnenmast. Der Fahnenmast. Lars, das ist ein 1 Meter hohes Stück Stahl in deinem Garten. So, Revi, jetzt hörst du. Hist. So, Revi. Ach Gott, er zieht mich. So, Revi, da oben hängst du. Ach Gott, er hat mich wirklich die Fahne hochgehört. So, ist auch gut so. Ach Gott, Leute. Lars, du Legende, Alter. Stirb. Revi, ich hoffe, dein Doppelgänger da oben hält nicht mehr lange durch. So, das war das Hate-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hate gegen Revi. Revi wird so. Klar, sowas. Lars. Er hat sogar zensiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss. Lars ist ein geistkranker Ehrenmann, meine Freunde. Auf jeden Fall einen fetten Community-Applaus wieder für diese unglaublich gute Idee, auf einen Bauernhof zu gehen. Lars, ich finde es saucool, dass deine Eltern extra einen Bauernhof gekauft haben, inklusive Tiere und Fahnenmast, nur für dieses Video. Das, Lars, sind Investmentkosten. Klar, da war natürlich nicht mehr viel Geld übrig für eine vernünftige Kamera, aber Lars, alles im Allen. Ehrenmann-Aktion, Digga. Richtig, richtig nice, Digga. Gefällt mir richtig, richtig gut, Leute. Ja, Lars, was soll ich sagen, ne? Du hast auf jeden Fall die Aufgabe perfekt gemeistert und ich würde sagen, Lars, ich schreibe dir mal ganz kurz einen Kommentar. Lars hat auch eine Videobeschreibung gemacht, da steht Opfer drin. Kann ich deine Schweine küssen? So, dann schauen wir mal, ob Lars antwortet. Dann fahre ich zu ihm am Bauernhof, meine Freunde. Und bei 50.000 Likes fange ich an, seine Schweine zu küssen. So, ganz in Prank-Bros-Manier hier. Cool, Leute, wir haben noch ein letztes Video. Alle Videos sind wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Geht auf jeden Fall hin und lasst den Leuten Props da. Und keine beleidigenden Kommentare. Habt ihr verstanden, Leute? Ich werde hier gehatet, kein anderer. So, guck mal, was wir hier haben. Es fängt schon wieder scheiße an mit so einem Drecks-Intro. Es tut mir leid. Ich sagte doch gerade, es fängt schon wieder an mit so einem Scheiß-Intro. Vermisst eigentlich irgendwer die Intros, meine Freunde? Falls ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar.
Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Lieblings-YouTuber. Ich bin doch euer Lieblings-YouTuber. Nein. Bin ich nicht? Spaß beiseite, meine Freunde. Ich bin mir definitiv bewusst, dass ich euer Lieblings-YouTuber bin. Sonst würdet ihr dieses Video nicht angucken, oder? Ich meine. Halt die Fresse! Übrigens, heute mal mit Special-Gast, meine Freunde. Und zwar meiner kaputten Unterlippe. Dieses Stück. Penis! Das ist mein älterer Zwilling, der mir gerade aus der Lippe wächst. Zurück zum Video. Ich verstehe nicht ganz. Was geschieht dort? Warum? Habe ich irgendwas verpasst? Ich. Bist du behindert? Elotrix lacht anders aus. Meine Schwester Cola. Meine Schwester Cola. Ja, damit beenden wir es auch. Leute, das war's von RevyHate 2.0. Ich rufe jetzt zu RevyHate 3.0 auf, meine Freunde. Ich möchte jetzt in dieser Woche, dass ihr Diss-Tracks für mich anfertigt, meine Freunde. Geht hin und macht kranke Diss-Tracks, produziert mit einem billigsten Equipment, trommelt auf euren Kücheninstrumenten rum, Leute. Klappert auf Töpfen, was weiß ich, Alter. Haut euch von mir selber in die Fresse, um das Snare zu erzeugen. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ihr macht einen witzigen Diss-Track mit einem lustigen Musikvideo dazu, meine Freunde. Da freue ich mich für nächste Woche wieder mit dem neuen Format. Wir hassen alle Revi. Für mich ist das nichts Neues, weil ich bin das halt gewöhnt, weil ich so groß geworden bin. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall bei Thomas vorbei und bei allen Jungs in der Videobeschreibung. Die sind alle verlinkt. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!